freue mich ganz besonders, dass wir zu Beginn dieses Jahres heute etwas aus dem neuen Buch von Anna Kim werden hören können und dass Anna heute hier ist. Herzlich willkommen. Danke. Und Doris Pöschberger wird in die Lesung einführen und auch ein wenig über das Buch sprechen mit Anna Kim. Und ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute Nachmittag Anna Kim vorstellen kann und ihr neues Buch, den neuen Roman, Die große Heimkehr. Viele von Ihnen kennen Anna Kim. Natürlich, sie kennen sie gewissermaßen als eine Art Solitär in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Solitär deshalb, weil ich finde, dass sie sich Themen widmet und Inhalte zu ihrem Schreiben nimmt, die ansonsten in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur so gut wie gar nicht vertreten sind. Vielleicht erinnern Sie sich an ihren Roman, der 2008 noch in dem wunderbaren kleinen Grazer Droschel Verlag erschienen ist, Die gefrorene Zeit. In diesem Roman hat sie sich den Kosovo-Krieg zum Gegenstand genommen, besonders auch die Folgen dieses Krieges, die vielen, vielen Vermissten, die heute gewissermaßen immer noch verschwunden sind. Sie erinnern sich hoffentlich auch an Anna Kims Roman Anatomie einer Nacht von 2012. Mit diesem Roman ist sie glücklicherweise zu Suhrkamp gewechselt. Es ist ein Roman über das postkoloniale Grönland, über die letzten 11 Stunden von 11 Menschen in einer kleinen ostgrönländischen Stadt. Diese 11 Menschen nehmen sich in einer einzigen Nacht innerhalb weniger Stunden das Leben. Mit diesem neuen Roman nun, Die große Heimkehr, bleibt Anna Kim gewissermaßen ihrem Selbstverständnis als Autorin, könnte man vielleicht sagen, treu. Sie fragt nach dem Verhältnis der großen Politik auf der einen Seite und den Auswirkungen dieser großen Politik auf das individuelle Schicksal auf der anderen Seite. Sie fragt nach dem Verhältnis von kollektiver Geschichte und individueller Erinnerung. Hintergrund dieses Romans nun ist die Geschichte des geteilten Koreas nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach dem Koreakrieg, nach 1953, mit über 3 Millionen getöteten Zivilisten und 1 Million getöteter Soldaten. Hintergrund ist der grassierende Antikommunismus in Südkorea, die Kommunisten hat's dort, unterstützt von den Amerikanern. Hintergrund ist aber auch, sind auch die Anfänge der Diktatur in Kim Il-sungs Nordkorea. Eingeschrieben nun in diese Kulisse ist die Geschichte einer Freundschaft, ist eine Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte von Yoon-ho, Eve und Johnny. Man könnte sagen, es ist eine klassische Dreiecksgeschichte, in der es um Loyalität und um Verrat geht und um Schuld und Kollaboration. Mehr müssen Sie, glaube ich, vorneweg zu diesem Roman zunächst gar nicht wissen. Ich hoffe, dass wir den Rest Ihnen im Gespräch und in der Lesung so ein bisschen anschaulich machen können. Eines vielleicht möchte ich noch vorausschicken. Dieser Roman hat einen Rahmen, einen schmalen Rahmen, aber einen wichtigen. Eine junge Frau, in Korea geboren, reist nach Deutschland, wo sie aufgewachsen ist, reist zum ersten Mal in ihrem Leben nach Südkorea. Sie reist nicht nach Deutschland, sie ist in Deutschland aufgewachsen, reist also nach Südkorea, begegnet dort einem alten Mann, nämlich jenem Yoon-ho, der Hauptfigur dieser Geschichte, einem der Beteiligten aus dieser Ménage à Trois. Und dieser Yoon-ho erzählt der jungen Frau sein Leben, damit die wechselvolle Geschichte seines Landes, gewissermaßen auch ihres Landes. Anna, du bist selbst 1977 in Südkorea geboren, du bist 1979 mit deinen Eltern erst nach Deutschland, dann weiter nach Wien, wo du aufgewachsen bist. Die Frage ist jetzt nicht sehr subtil, aber sie drängt sich nun mal in dieser Konstellation auf. Sie muss quasi gestellt werden. Hat dich die eigene Biografie zu diesem Stoff, könnte man sagen, zu diesem Thema gezogen? Hat sie dich motiviert, könnte man sagen, einen Blick auf diese Historie zu werfen, die ja jetzt aus der mitteleuropäischen Perspektive gewissermaßen nicht ganz nahe liegt? Ja, absolut. Also ich habe
Ich habe darüber nachgedacht, über die Frage, weil... Weil sie dir schon gestellt wurde. Genau, und ich habe sie jedes Mal anders beantwortet. Und eigentlich habe ich immer gesagt, nein, überhaupt nicht. Und heute beim Busfahren ist mir eingefallen, eigentlich schon. Also eigentlich bin ich ja, also das war eigentlich meine gesamte Kindheit, dass ich mit diesen Geschichten aufgewachsen bin. Also speziell auch über den Koreakrieg, das kam auch immer in so kleinen Fetzen von meiner Mutter, weil sie 1942 geboren ist und eben ihre Kindheit damals, also als Kind den Koreakrieg miterlebt hat. Und dann hat sie mir auch nachher immer wieder Geschichten aus dem Nachkriegskorea erzählt, also Seoul und dann die Studentendemonstrationen, die auch in dem Buch vorkommen. Und vor allem hat sie mir sehr viel über den Diktator Park Chung-hee erzählt, dessen Tochter ja jetzt gerade, Gott sei Dank, zurückgetreten wurde. Und diese Geschichten habe ich damals, als Teenager fand ich sie schrecklich langweilig. Also ich wollte sie auch nicht hören, weil sie sich ständig wiederholt haben. Hat sie dir auch über den Krieg selbst erzählt? Eben sehr, sehr wenig. Eigentlich sehr wenig. Also sie hat eigentlich erst anlässlich dieses Buches hat sie mir so Details erzählt, zum Beispiel die Umerziehung, die auch in dem Roman vorkommt. Das war das erste Mal, dass sie das so mit Einzelheiten eigentlich erzählt hat. Also dass sie selbst auch dabei war und das auch gesehen hat als Kind, wie das vor sich gegangen ist. Und das heißt, sie war also dann jetzt auch, als du den Roman geschrieben hast, eine quasi Quelle, eine Auskunftsperson für dich? Ja, sie war eine unerschöpfliche Quelle. Auch ein Korrektiv? Also sie ist immer noch eine Quelle. Also sie erzählt mir immer noch Einzelheiten. Aber naja, also ich habe sie auch ein bisschen bestohlen. Ich gebe es jetzt so, also ich habe ihr Archiv auch, also sie hat auch ein paar Fotoalben und die habe ich mir auch alle eingescannt. Und dann hat sie auch noch äußerst seltsame Bücher. Also sie hat so Bücher aus Korea mitgenommen, wo zum Beispiel ganz genau beschrieben wird, wie man mit Messer und Gabel isst. Also es ist auch so illustriert. Und solche Sachen habe ich mir auch mitgenommen, einfach weil, also ich bin ja auch mit den Büchern aufgewachsen und als Kind fand ich die wahnsinnig seltsam. Also heute verstehe ich natürlich, in welchem Kontext das, also dass es eben in den 50er Jahren herausgegeben wurde, übrigens von Samsung. Das war ja ein Verlag ursprünglich, also mittlerweile ist es so ein Smartphone-Explodierer, aber ja. Aber die haben diese Bücher publiziert, um westliche Lebensart in Südkorea genau, zu verbreiten? Genau, das war also so richtig, also mit der amerikanischen Besatzungszeit war so eine richtige Verwestlichung war, also gab es damals in Südkorea. Also das wurde auch ganz offensiv betrieben mit solchen Veröffentlichungen, auch mit Frauenzeitschriften übrigens. Also das war auch so ein großer Trend, dass es eben sehr viele Illustrierte gab, wo auch ganz genau beschrieben wurde, wie Frauen sich kleiden sollten, wie sie ihre Haare haben sollten, also ihre Frisuren haben sollten, was sie anziehen sollten. Und das habe ich alles auch in den Museen dann zusammengetragen. Aber du hast ja kein Sachbuch geschrieben, du hast keine Historiografie geschrieben, keine soziologische Studie, sondern eben einen Roman. Einen Roman, der ungeheuer viel zu bieten hat, der auf allen möglichen Ebenen spielt, der unter anderem einen spannenden Spionageplot ausbreitet, der eben diese Dreiecksgeschichte erzählt, eine Frau zwischen zwei Männern, der in wahnsinnig dichten Bildern die Atmosphäre in Seoul einfängt, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, aber genauso etwa im koreanischen Viertel in Osaka. Man könnte sagen, neben all den historischen Details, den Fakten gewissermaßen, den historischen Hintergründen, die man lernt, den Roman hat aber eine andere Ebene. Er riecht, er schmeckt, er ist voller Töne. Was hat das eigentlich für deine Recherche bedeutet, dass du also auf diesen beiden Ebenen, so stelle ich es mir jedenfalls vor, recherchieren musstest? Also wie bist du an die Gerüche herangekommen, an die Töne, an den Geschmack vielleicht dieser Zeit und in einer Ecke der Welt, die aus unserer Perspektive betrachtet weit weg ist? Ja, also da habe ich jetzt ein paar Bilder mitgenommen. Deswegen ist nämlich der Computer da. Ich habe sehr viel mit Fotos gearbeitet. Also ich habe natürlich die Archive durchgestöbert und Bücher gelesen, klar. Ich habe mich auch mit Menschen unterhalten, also mit meinen Verwandten, mit meinem Onkel ganz besonders, der auch in diesem einen Bild hier vorkommt, in dem Bild nämlich, also in dem Bild ganz rechts.
Der war für mich auch ein bisschen Vorbild für Juno. Also dieses Bild hat mich, das habe ich schon als Kind wahnsinnig gemocht, einfach dieses, also ihn und meine Tante. Und ich habe eben auch in, das ist eben ein Ausschnitt vom Fotoalbum meiner Mutter. Also da ist noch ein anderer Onkel, da ich darunter. Ich glaube, das ist, da hat er gerade sein Abitur gemacht, glaube ich. Und was habe ich noch gemacht? Und ich bleibe jetzt mal bei den Bildern. Also dieser Onkel spielt eine große Rolle, weil er nämlich auch historische Bilder malt. Also er ist Künstler und eines der Dinge, die er macht, ist, er malt also alte Ansichten von Seoul. Und da habe ich mir auch sehr viel Informationen geholt zum Beispiel. Da sieht man in der Ecke, in der Ecke rechts, sieht man, dass er sich da so kleine Zeitungs- oder so alte Fotos zum Bild gehängt hat. Und dann hat er im Prinzip sein Bild dem also auch angepasst. Und er hatte sehr, sehr viel Information für mich. Also ich habe sehr viel erfahren. Und das ist vielleicht nur als Zusatz. Also er hat auch Klassen und die hält er in dem Gebäude ab. Und das ist auch eine Klasse. Und da sitzt er, wie er heute aussieht. Und was ich auch gemacht habe, ist, sind komischerweise nur Frauen, aber gut. Ja. Und dann bin ich natürlich in Südkorea gewesen, in Japan. Also ich war zweimal in Südkorea insgesamt. Puh. Viel zu lang, also so wahnsinnig lang. Also mir kam es wahnsinnig lang vor. Und da habe ich bemerkt, also dieser alte Teil in Seoul, der besteht immer aus diesen engen Gassen. Und das fand ich, das habe ich Labyrinth genannt. Und dieses Bild des Labyrinths, das kommt ja auch im Roman immer wieder vor. Und da habe ich jetzt auch noch ein anderes Foto mitgenommen. Und da gibt es aber auch ein Video. Also Sie sehen, ich mache die Videos hauptsächlich für mich. Und deshalb sind sie nicht so schön, die Fotos mache ich auch für mich. Also ich habe keine Ambitionen. Aber inspiriert dich dann, wenn du dir diese Fotos dann anschaust im Nachhinein, inspiriert dich das so, dass du dir die, wir werden das nachher in deiner Lesung gleich hören, den Sound gewissermaßen dazu imaginieren kannst? Hast du dann, also ich habe dein Buch lesend, hatte ich ständig den Geruch in der Nase, ich hatte das Rauschen von Regen im Ohr ständig, ich hatte immer was. Also ich hatte gewissermaßen immer einen ganz, ganz sinnlichen Eindruck der Orte, die du beschreibst. Ja. Stellt sich das als Imagination bei dir schreibend ein, wenn du dir die Dokumente deiner Recherche im Nachhinein betrachtest? Ja, also manchmal schaue ich sie mir gar nicht an. Also manchmal reicht es, das einfach so aufzunehmen. Also hier habe ich dieses habe ich mir tatsächlich relativ oft angehört. Also ich werde den Ton abdrehen, weil das ist nämlich nicht so interessant. Einfach diese Enge dieser Gassen, das fand ich wahnsinnig interessant. Und das war zum Beispiel in Daegu, also in der drittgrößten Stadt im Süden. Das ist eigentlich die Heimatstadt meines Vaters. Und das ist sehr interessant, weil dieser Teil nämlich verlassen ist. Also er wird nur noch von Menschen bewohnt, die eigentlich kein Geld haben. Also deswegen sieht man auch, dass es relativ, das sieht relativ verlassen aus. Also es sind noch einige Häuser, sind bewohnt natürlich. Also da ist zum Beispiel ein renoviertes. Und Entschuldige, dass ich Ihnen vorstelle, es ist wahnsinnig verblüffend, weil dein Paul Jandl, der heute auch da ist, hat in seiner Rezension, glaube ich, von dem Wimmelbild geschrieben, das dein Roman aufspannt. Und das steht jetzt, die Bilder, die ich jetzt hier zum ersten Mal sehe, stehen für mich in so einem eklatanten Gegensatz zu dem, was dein Roman erzählt. Insofern würde ich vorschlagen, du liest einfach mal was. Ah, okay. Ach so, okay. Oder? Ja, klar. Vielleicht haben Sie dann ja einen ganz anderen Eindruck, aber okay. Einen größeren Gegensatz ist kaum für mich jetzt kaum denkbar. Aha, okay, ja. Also ich lese aus dem 5. Kapitel. An dem Morgen, als ich bei Johnny einzog, regnete es unaufhörlich. Die Hitze erwärmte den Regen, sodass der Asphalt, die Hausmauern, selbst die Ziegel auf den Dächern zu schwitzen schienen und ein Dunst über der Stadt hing. Auf den Straßen konnte man nicht mehr fahren, man musste absteigen und sein Fahrrad schieben, weil die Erde flüssig geworden war. Damals war Seoul kein Labyrinth der Indikative, es gab einzig Konjunktive. Was wäre, wenn's?
Damals war es möglich, mehrere Leben zu haben und auszuprobieren, und oft platzte eines davon. Die Opfer der Heiratsschwindler, die sich eines Tages vor den rechtmäßigen Ehepartnern verteidigen mussten, die unschuldigen Bigamisten, die einem Totenschein geglaubt hatten, die täglichen Verwechslungen, die aus Kindern Waisen machten, die Flüchtlinge aus dem Norden, die ohne Ausweis als Kommunisten gebrandmarkt und gejagt wurden. Damals war es nicht ratsam, sich auf eine Identität zu verlassen, und zu keiner Zeit war es einfacher, sich mehrere zuzulegen oder die eine, die man besaß, gegen eine andere einzutauschen. Und selten war Identität so fragil. Sie zerbrach oft an einem Blatt Papier. Johnny räumte Platz für mich frei in seinem Wandschrank, wo ich tagsüber die dünne Matte und die Decke verstaute, die ich zum Schlafen verwendete. Kleider zum Wechseln besaß ich zunächst keine. Ich verließ schon früh morgens das Haus und hielt im Flur nach den Wirtsleuten Ausschau. Ich wollte ihnen möglichst nicht über den Weg laufen. Herr Pax sah es nicht gern, dass nur zwei Personen das Zimmer bewohnten, aber bloß eine zahlte. Nachts saßen Johnny und ich am Fenster, rauchten und tranken Bier, die eine Flasche, die wir uns einmal in der Woche leisteten, und sehr, sehr langsam austranken, damit es noch lange reichte. In der Morgendämmerung war der letzte Rest warm, doch wir tranken noch ihn, denn es war wie noch schlechtes Bier. Dazu tönte aus Johnnys Röhrenradio Musik. Zenit stand über dem Lautsprechergrill und die Gesänge, die es wiedergab, waren himmlisch, himmlisch in ihrem akustischen Überfluss. Aus der Nachbarschaft drangen leise Stimmen, die gedämpften Rufe der Straßenverkäufer, das ferne Brummen von Motoren, die kaum wahrnehmbaren Laute der Insekten. Johnny und ich hatten uns eine zurechtgefeilte, halbierte Granate als Aschenbecher zugelegt. Wir hatten sie einem Straßenhändler abgekauft, der darauf spezialisiert war, Reste des Bürgerkriegs, Kriegswaren, in Haushaltswaren umzuwandeln. Er hatte auch zu Wassereimern umfunktionierte Helme mit zugeschweißten Einschlusslöchern im Sortiment, übermalte Militärschilder sowie aus Blechdosen zusammengepresste Teebretter. Coca-Cola und Pepsi-Cola waren seine Verkaufsschlager. Von seinem Kumpel erstand ich eine Jacke und eine Hose, die vor noch nicht allzu langer Zeit Soldatenuniform gewesen waren. Nach dem Ende des Bürgerkriegs waren sie in einer der zahlreichen Färbereien entlang des Changi-Flusses dazu gezwungen worden, eine andere Farbe anzunehmen. Nur so waren sie als Alltagskleidung akzeptabel. Man sah sie schon von Weitem, die langen Wäscheleinen mit den finsteren, von Nässe triefenden Kleidern und den großen, dampfenden Bottich. Einmal in der Woche wurden die gebrauchten Uniformen geliefert und schwarz gefärbt. Beim Militär gab es unzählige korrupte Offiziere und Generäle, die sich etwas dazu verdienen wollten. Der Geschäftssinn dieses Berufsstandes war legendär. Schwarz sei die Lieblingsfarbe der Studenten und diese seien die hauptsächlichen Abnehmer, erklärte der Färber. Und bei der Vielzahl an neuen Universitäten verdiene er sich gerade eine goldene Nase. Er nickte uns zu und machte sich wieder daran, die Kleidungsstücke zu sortieren. Hosen zu Hosen, Jacken zu Jacken und vor dem Waschen die Taschen zu filzen. Die meisten waren leer, in einer fand er jedoch einen Bleistiftstummel, in einer zweiten einen alten Kaugummi und in der dritten eine kleine Fotografie, das Porträt einer jungen Frau. Er betrachtete es, während er mit seinem langen Stab das Färbewasser umrührte. Nachdem die Kleider eine Weile im Wasser gezogen hatten, hing er sie zum Trocknen auf die Seile, die er zwischen den Bäumen und dem Strommast aufgespannt hatte. Das Foto verbrannte er, ebenso den Kaugummi. Den Bleistift ließ er in seiner Hosentasche verschwinden. An manchen Abenden gesellte sich Yves zu uns. Dann gingen wir in die kleine Bar um die Ecke, die mit drei Getränken auf der Karte und einem selbstgebastelten Radio auskam, dessen improvisierte Technik jedes Lied halbierte. Nebenan war der Minimarkt, in dem Johnny seinen Zigarettenvorrat aufstockte und Eve die amerikanischen Kaugummis erstand, die sie ständig kaute, die gelben Wrigleys. Sobald wir die Bar betreten hatten, schloss der Besitzer die Tür hinter uns und drehte den Schlüssel im Schloss um. Nach der Ausgangssperre durften Lokale nicht mehr offen haben, dann besprachen wir im Kerzenlicht meistens mein Privatleben. Jedes dieser Gespräche endete damit, dass Eve Johnny dazu aufforderte, nach einer Frau für mich zu suchen und ich mich vergeblich dagegen wehrte, bis ich schließlich keine andere Wahl hatte, als die Debatte von mir wegzunavigieren in die Untiefen der Politik. Japan, sagte ich eines Nachts, schickt seit Monaten tausende Koreaner nach Nordkorea. Habt ihr das mitbekommen?
Eve schüttelte den Kopf, verzog das Gesicht und unterdrückte ein Gähnen. Johnny hingegen nickte eifrig und kramte aus seiner Jackentasche einen älteren Artikel hervor. Er deutete auf die Schlagzeile und sagte, in Japan werde diese Aktion sogar in den Tageszeitungen beworben. Reise in die Heimat würden sie nennen. Das sei lächerlich, Reise in die Heimat. Wie viele dieser Heimathungrigen seien denn aus Nordkorea? Doch bloß ein Bruchteil. Die meisten seien während des Zweiten Weltkriegs aus ihren Dörfern im Süden gezerrt und als Zwangsarbeiter auf japanische Schiffe geladen worden. Sie mussten mit dem Tag ihrer Ankunft in Minen arbeiten, in Munitionsfabriken. Aber jetzt wolle die japanische Regierung sie loswerden, um keine Entschädigung zahlen zu müssen. Johnny sprach schnell, verhaspelte sich. Er war aufgebracht und meinte, ich müsse es auch sein. Aber ich war nicht sicher, was ich glauben sollte. Ich hatte gehört, dass es Nordkorea wirtschaftlich besser gehe als dem Süden, dass der Wiederaufbau zügig voranschreite, dass es Arbeitsplätze gebe, dass Pyongyang inzwischen modern und sauber sei. All das hatte mir der Nachbar in Daegu erzählt, der kurz darauf mitsamt seiner Familie verschwunden war. Ich fragte mich, ob er gelogen oder die Wahrheit gesagt hatte. Warum sollte es dem Norden nicht besser gehen als uns? Es war schon vor der Teilung reicher gewesen als der Süden. Er hatte die Bodenschätze, die Industrieanlagen. Vielleicht lebten dort intelligentere, fähigere Politiker. All das dachte ich, wagte es aber nicht laut auszusprechen. Espione waren überall. Die Kommunistenschweine können nicht einfach unsere Leute entführen, stieß Johnny hervor. Der Präsident muss etwas dagegen unternehmen. I, unterbrach ich ihn, der sich geweigert hat, die Menschen aufzunehmen, als Japan sie zu Ausländern erklärte und ihnen alle Rechte wegnahm. Er hätte sie auch in den Süden holen können. Nun ist ihm eben Kim Il-sung zuvorgekommen. Eve sah sich rasch um. Ich war laut geworden. Sie nahm den Kaugummi aus ihrem Mund, ließ ihn in einem Taschentuch verschwinden und musterte zuerst mich, dann Johnny. Was weißt du schon, brummte der und wandte sich wieder seinem Soju zu. 3 Monate lang suchte ich vergeblich nach Arbeit. Ich klapperte immer dieselben Geschäfte am Südtor ab, in Namdaemun, dem Teil Seouls, der dem Hauptbahnhof am nächsten ist, daher viele Gelegenheiten bietet zum Klauen und Arbeiten. Aufträge, mit denen man Kleingeld verdient, gerade genug für eine Mahlzeit. Der Markt, der erst seit ein paar Jahren wieder geöffnet hatte, während des Koreakriegs war er abgebrannt und davor, bis 1945, für koreanische Händler gesperrt gewesen, schlängelte sich durch zahlreiche Gassen und Gässchen. Und jeder, der dieses Viertel betrat, war gekommen, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen. So gab es keinen wirklichen Eingang, auch keinen Ausgang. Der Namdaemun-Markt begann plötzlich. Ebenso plötzlich hörte er wieder auf. Und er war nie geschlossen, vor allem nicht nachts, wenn die Schmuggelwaren hervorgeholt und mit leiser Stimme angepriesen wurden. Dann raunte es aus finsteren Ecken Waren, Namen und Preise und wispernd wurde gefeilscht. Sobald sich ein Polizist näherte oder ein Spion der Regierung, den man daran erkannte, dass man ihn nicht erkannte, verschwand die Ware in der Dunkelheit und die Kerzen, die eben noch auf den Verkaufstischen geflackert hatten, erloschen. Von den Decken baumelten getrocknete Tintenfische und Seetang. In hüfthohen Säcken glänzten Gersten und Reiskörner, kleine goldene und weiße Perlen. In geflochtenen Körben lagen Wassermelonen und Honigmelonen. Plötzlich platzte die Glühbirne, die einen ganzen Straßenabschnitt beleuchtet hatte, und mit einem Mal, eine Sekunde lang, war es still und ich von meinen Augen befreit. Ich schnupperte mich durch den Markt, tastete mich an den Gewürzen vorbei, an den Chilischoten, deren herb, scharfer Duft dieses Viertel nie verließ, an den Ingwerwurzeln und an den Zimthölzern, an den schwarzen Pfefferkörnern und dem frisch gerösteten Sesam. Und ich konnte hören, wie dünne Fladen aus Reismehl gebraten wurden, wie das Gemüse und der Teig in der heißen Pfanne zischten. Und endlich erwachte mein Augenlicht wieder und ich konnte das kleine blaue Feuer des Gaskochers vor den blechernen Behältern sehen, in denen die Meerestiere lebten. Die Seebrassen, Degenfische, Makrelen, Seeigel und Seespinnen, die noch nicht verkauft worden waren. Nachts fühlte ich mich geborgen, wenn sich mein Blick in der Bilderflut nicht verirrte. Im Tageslicht verlor ich ständig die Orientierung, weil meine Füße den Augen folgten. Den Straßenrand säumten kleine Läden unter langen schwarzen Markisen, die weiße Buchstaben trugen. In der Mitte der Straße saßen die Kleinhändler, Bauersfrauen und Kinder. Sie kauerten auf dem Boden und boten ihre Waren an. Die Körbe gefüllt mit Kartoffeln, Süßkartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Gurken, Chinakohl, Tomaten, Zucchini, Pfirsichen, Erdbeeren oder Äpfeln, je nach Saison.
Im Herbst hielt ich nach meiner Lieblingsfrucht Ausschau, nach Kakis. Viele der jüngeren Frauen trugen Tücher und Mützen, um ihre kahlgeschorenen Köpfe zu verbergen. Sie hatten ihre Haare an einen Perückenmacher verkauft. Auch diese waren auf dem Markt zu sehen, meistens im Gespräch mit Kunden oder Verkäuferinnen. Letztere sahen nicht auf, wenn man sich ihnen näherte, doch kaum jemand kam ihnen zu nahe, auch nicht die Jungen, die auf der Suche nach Flaschen in den Müllbergen stöberten, die sich zwischen den Läden und auf den Wegen bildeten. Sie wollten sie gewaschen wiederverkaufen. Wenn ein Laster durch den Markt fuhr, um eine frische Lieferung zu bringen, folgten ihm alte Frauen und Kinder und sammelten die zu Boden gefallenen Stücke ein. Manche von ihnen versuchten sogar, das Obst und Gemüse direkt von der Ladefläche zu stibitzen und wurden dabei weggejagt. Dieselben Männer würden später die Mahlzeiten, die diese Frauen zubereitet hatten, verspeisen, sie aber das nächste Mal genauso ungnädig vertreiben wie zuvor. Ich beobachtete Veteranen, die im Krieg beide Beine verloren hatten und nun auf ein Brett mit Rädern geschnallt durch die schmalen Gassen navigierten, während sie eine Plastikschüssel für milde Gaben zwischen den Zähnen balancierten. Mütterchen, die in langen Pfeifenstielen kauend und saugend in die Hände klatschten und laut sangen, wenn sie einen Amerikaner in ihrem Labyrinth entdeckten, der koreanisches Geld zu benötigen schien. Väterchen, die über ein quadratisches Tischchen gebeugt Tangi spielten. Händler, die auf ihren Waren eingeschlafen waren und nun von allen bestohlen wurden, die dies bemerkten. Die Socken, Unterhosen und Unterhemden würden in einer anderen Ecke der Stadt auftauchen, in einem anderen Viertel, unter einer Brücke im Norden, in den Slums im Westen. Nichts verschwand für immer in Seoul. Hier hatten Gegenstände eine höhere Lebenserwartung als Menschen. Ich wurde nicht fündig. Als sich Anfang Oktober die Bäume langsam zu verfärben begannen, bekam ich den Rat, auf der anderen Seite der Stadt, am Osttor, nachzufragen. In der Nähe des Chonggi-Flusses entstünden Fabriken und Werkstätten. Eine Fahrradwerkstatt habe erst unlängst eröffnet. Ich solle nach Schildern Ausschau halten. Von Weitem sahen die Slums aus wie ein Muster, das sich vor die Stadt geschoben hatte. Das Schwarz der Wellblechdächer schien im gleichen Abstand wiederzukehren wie das Dunkel- und Hellgrau der Planen und Decken aus Kleiderresten, Stofffetzen, die über den Eingängen der Hütten hingen. Die Holzlatten dazwischen, die mit großem Abstand voneinander befestigt waren, wirkten wie erdfarbene Striche. Ein Gewächs, dachte ich, als ich das Gebiet auf einem schmalen, schlammigen Pfad durchquerte, ein sich aus Holzresten und Pappkartons nährender Organismus, der ständig sein Aussehen ändert, bei Regen aber schmilzt und davongespült wird, und mit ihm die Menschen, die nicht in ihm leben, sondern sich in ihm verbergen. Flüchtlinge aus allen Teilen des Landes, ganze und halbe Familien, die im Krieg ihr Zuhause und ihren Besitz verloren haben, Frauen, Männer und Kinder, die umherirren auf der Suche nach Verwandten und Freunden, Kriminelle, die meinen, hier untertauchen zu können, an diesem Ort, merkt man sich keine Namen. Alle sind namenlos. Festgelegte Straßen gab es nicht. Sie wurden geschaffen, wenn sie gebraucht wurden, indem eine Hütte zerstört und eine Familie vertrieben wurde. Nachts fiel eine tiefe Dunkelheit über dieses Viertel, denn niemand konnte es sich leisten, die Öllampen länger brennen zu lassen als unbedingt nötig. Und diese Lampen, die ein dunkelgelbes Licht ausstrahlten, waren kleine Punkte in der Finsternis, deren Ausläufer bis in die Nachbarschaft reichten, und wie verabredet begannen alle im Flüsterton zu sprechen, als müsste man sich davor hüten, die Schwärze aufzustören. Es war ein Gebiet, das sich viel zu schnell ausbreitete und den Bewohnern der unmittelbar angrenzenden Vierteln Angst einjagte. Die Armut, die in diesen Holzschuppen wohnte, schien ansteckend. Die Stadtverwaltung versuchte wiederholt, die Siedlung abzureißen und ihre Einwohner gewaltsam umzusiedeln. Es gelang ihr nicht, weil die alten Behausungen sofort durch neue ersetzt wurden. Der Menschenvorrat war unerschöpflich. So versuchte man wenigstens, dem unerbittlichen Wachsen des Slums etwas entgegenzusetzen und schickte Beamte, die die Hütten zählen und registrieren sollten. Aber sobald diese weitergegangen waren, wurden schon wieder neue aufgebaut. Ja, danke erstmal. Dieses Motiv des Labyrinths, von dem du vorhin gesprochen hast, das Labyrinth der Gassen, das Labyrinth der Läden, der Marktstände, spielt in diesem Abschnitt eine Rolle, aber besonders, gleich eingangs erwähnt, das Seoul als Labyrinth der Konjunktive. Mhm.
Und das scheint mir so ein bisschen ein, nicht nur ein Motiv, sondern geradezu ein Motto dieses Romans zu sein, dem er gewissermaßen folgt in seinem poetischen Ziel, könnte man sagen. An einer Stelle erzählt dieser alt gewordene Jun Ho, der jungen Frau aus Deutschland, wie er über Jahre nach der Wahrheit gesucht hat. Also er hat so ein Stück weit das gemacht, was du in deiner Recherche gemacht hast. Er hat sich ein Archiv zusammengesucht, er hat in den Bibliotheken geforscht, er hat nach Dokumenten gesucht, er hat Briefe gelesen, er hat Leute befragt. Also er hat nach der Wahrheit seines Lebens einerseits gesucht und nach den Ereignissen, die dieses Leben bestimmt, haben und die ganz viel zu tun haben mit den ideologischen Positionen, die auch in dieser Passage kurz zur Sprache gekommen sind. Am Ende resigniert er gewissermaßen und sagt, ich bin mit der Illusion aufgewachsen, es gäbe sie, also diese Wahrheit, und es gäbe bloß eine. Jetzt habe ich das Gefühl, Anna, dein Roman folgt gewissermaßen diesen, mit den Mitteln der Poesie dieser vergeblichen Spurensuche, dieser Suchbewegung. Er tastet sich heran, er tastet nach der Differenz zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Und ich habe mich beim Lesen immer gefragt, was das für dein eigenes Schreiben bedeutet hat. Also wie du selbst versucht hast, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Propaganda zum Beispiel auf der einen Seite und belastbaren historischen Fakten auf der anderen Seite, oder ob das überhaupt eine Rolle gespielt hat, oder ob du für dich selbst eine solche klare Entscheidung treffen musstest. Das war sogar eine der größten Schwierigkeiten an dem Projekt, dass ich eigentlich die Informationen, die ich bekommen habe in Büchern, dass ich ganz genau wissen musste, aus welchem politischen Lager das eigentlich kam. Also ob es jetzt eine antikommunistische südkoreanische Quelle ist oder eine antikommunistische amerikanische Quelle ist oder eine eher linke amerikanische Quelle ist oder ob es eine nordkoreanische Propagandaschrift ist. Was ich gemacht habe, ist, ich habe dann sämtliche Quellen gelesen und sehr oft auch über die gleiche historische Zeit und habe das dann natürlich verglichen auch. Also mir angesehen, okay, dieses eine Massaker wird so beschrieben und wie wird das dann bei den Amerikanern zum Beispiel beschrieben. Aber es war für mich sehr wichtig, alle Informationen zu sammeln und sie dann auch für mich parat zu haben. Nicht unbedingt, weil ich sie verwenden wollte. Also ich glaube, dass das vielleicht auch ein großer Unterschied ist zum journalistischen Arbeiten, dass ich diese Informationen auch für mich sammle und weniger jetzt, um sie im Roman zu verwerten, sondern einfach um zu wissen, was ist mein Standpunkt. Weil ich denke, dass es bei einem Roman, der eben sehr politisch ist wie meinen, dass es wichtig ist, auch als Autor, als Autorin eine klare Meinung zu haben und die Meinungen aber auch als Meinung zu deklarieren. Wobei es natürlich in dem Roman, wo ich durchaus auch mit der Idee der Subjektivität sicher auch spiele. Also es werden ja immer Meinungen und Gegenmeinungen präsentiert. Wissen ist sehr, sehr unsicher, weil man ja nicht weiß, aus welcher Richtung das kommt. Ich meine, das hat natürlich auch was zu tun, dass du letztlich eben einen Roman schreibst und das, was du jetzt eben alles erläutert hast und was du an Wissen zusammengetragen hast, ja einer Figur, könnte man sagen, als Wissen aneignest, zueignest, die dieses Wissen in, könnte man sagen, gelebtes Leben übersetzt, erzählend übersetzt. Wie war denn eigentlich deine Vorgehensweise? Hattest du zuerst die Idee, einen Roman über das geteilte Korea zu schreiben? Hast du so viele Informationen dazu gesammelt wie möglich und dich dann gefragt, wie schreibe ich jetzt kein Sachbuch, sondern einen Roman und wie kriege ich eine Geschichte her? Oder lief es andersrum oder ist das jetzt sowieso konstruiert und hat sich sowas parallel entwickelt? Aber was war denn ganz am Anfang? Ganz am Anfang war eigentlich diese für mich sehr, sehr überraschende Neuigkeit oder Information, eigentlich nicht Neuigkeit, dass es eine große Heimkehr gab.
Also ich wusste das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich von dieser großen Heimkehr erfahren, von diesem Projekt. Sagst du dazu noch ein bisschen was? Ja, also dieses Projekt wurde 1959 lief es an und es ging darum, die koreanische Minderheit, die Sainiki, wie sie sich auch nennen, in Japan, dass die in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Also die Heimat war in dem Fall Nordkorea und zuvor hatte Nordkorea verkündet, dass sie eben, dass sämtliche Koreaner in Japan nordkoreanische Staatsbürger seien. Und ich wusste davon nichts. Also das Interessante ist, dass meine Mutter mir eigentlich davon schon erzählt hatte, als ich eben ein Teenager war. Und ich habe es natürlich nur mit halbem Ohr gehört. Und sie hat mir eigentlich immer wieder von solchen Sachen erzählt. Ich habe das dann später so zusammengesetzt. Auch das mit den umgefärbten Militäranzügen zum Beispiel. Das war auch so eine Information, die ich von ihr hatte und die ich dann erst später so zusammen rekonstruiert hatte. Und diese Information über diese Rückkehrer, das hat mich dann interessiert. Das habe ich dann weiter verfolgt. Und dann war ich im Archiv in Genf und habe eine Vermisstenmeldung gefunden. Im Archiv des Internationalen Roten Kreuzes. Genau, im Archiv des Internationalen Roten Kreuzes. Und da habe ich eine Vermisstenmeldung gefunden von, und zwar wurde eine koreanisch-japanische Schülerin wurde vermisst und das Rote Kreuz hatte nach ihr gesucht und ich dachte sofort, das ist eigentlich eine super Geschichte. Und von da an aus hast du dann einerseits die Romanhandlung weiterentwickelt, genau. Und diese Romanhandlung dann gleichzeitig an das geknüpft, was du was du auf deiner Recherchereise nach Korea, nach Südkorea, nach Osaka, ich glaube in Tokio warst du auch, genau. was du da zusammengetragen hast an Informationen. Ja, also es war mir dann klar, also ich wollte auf jeden Fall diese kleine Geschichte, also mir kam sie halt irgendwie klein vor, wollte ich dann auch in einen großen Kontext auch betten. Also ich wollte auch die Mächteverhältnisse, also die USA und die Sowjetunion damals, also was sie für eine Rolle gespielt haben in dem Ganzen, weil es war ja klar, dass das, dass diese Heimkehr, dass das nicht einfach so entstanden war. Da wollte ich dann eine Geschichte schaffen, um diese kleine Geschichte herum. Und dieses Projekt ist sehr, sehr schnell gewachsen. Also, und da musste ich es ja nochmal kleiner machen. Also, ja. Ich kann mich erinnern an meine ersten Pläne. Ja, ja, also ich glaube, die Form ist schon ganz okay. Diese Aktion, die große Heimkehr, ist ja eine, die so grundiert ist von einem unglaublichen Nationalismus, könnte man sagen, auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, weil Südkorea ja auf die Koreaner in Japan keinen Wert gelegt hat mit dem Hinweis, die seien alle im kommunistischen Widerstand oder jedenfalls kommunistisch unterwandert. Und über diese große Aktion der großen Heimkehr kommt natürlich ganz stark das Motiv und das Thema Heimat überhaupt in deinem Roman zum Tragen. Einmal heißt es Heimat, was für eine heikle, furchtbare und furchterregende Religion. Kannst du dazu etwas sagen? Ich kann mich ganz genau erinnern, als ich diesen ersten Satz gelesen habe und habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich dir nicht das eine oder andere Adjektiv versuche auszureden. ich glaube, ich habe eines gestrichen. Ja. Kannst du etwas über Heimat sagen, wie du dieses Konzept, dieses verstehst zum einen und warum diese Adjektive, warum diese Attribute? Der Nationalismus, der ja damals, also nach der Spaltung oder eigentlich davor schon, also Korea war ja ursprünglich eine Kolonie, eine japanische Kolonie und hat da bereits also sehr, sehr einen sehr großen Nationalismus entwickelt, einfach weil Korea unabhängig werden wollte. Und dieser Nationalismus wurde genährt natürlich dann später, also auch dann durch die Trennung und wurde jeweils anders eigentlich anders und dann wieder gleich eingesetzt. Also die Kommunisten haben den Nationalismus eingesetzt, um ihre Souveränität zu behaupten, um zu sagen, ja, sie können auch unabhängig existieren, also unabhängig dann später auch von der Welt, was sie ja heute immer noch tun. Und die Südkoreaner haben dann gemeint, ja, sie müssten diesen Nationalismus auch kultivieren, um eben sämtliche Kommunisten, die nicht nationalistisch genug seien, loszuwerden. Also
generell war ja in Ostasien Nationalismus eine sehr, ist immer noch, würde ich sagen, also ein sehr großes Problem mittlerweile, würde ich sogar sagen. Also es ist so ein Ultranationalismus daraus entstanden und daher auch diese Adjektive. Also es ist tatsächlich meiner Ansicht nach eine Krankheit. Also man kann, dieser Heimatbegriff ist so stark verbunden mit Blut, mit Familie, also mit der Vergangenheit und dann damit auch mit der Zukunft. Also es geht dann auch ums Schicksal. Also es ist ein, der koreanische Begriff Goyang ist extrem aufgeladen, aber in einer Art und Weise, die finde ich, ja, eigentlich schreckenerregend ist. Also die mit diesen, und diesen Heimatbegriff, den ich durchaus auch in Ansätzen, also in Europa auch wieder finde, also gerade heutzutage, den wollte ich auch ein bisschen untersuchen oder auch die Folgewirkungen von einer Auffassung von Heimat zeigen, die einfach schon sehr stark ins, in eine Richtung geht, die meiner Ansicht nach sehr verkehrt ist. Wobei man sagen muss, dass diese Zainiti in ihrem verzweifelten Versuch, eine Heimat zu finden, oder jedenfalls könnte man vielleicht sagen, sich zugehörig zu fühlen, ja, leicht zu verstehen sind. Ne? Also keiner will sie. Oder? Genau, also es ist ja auch so, dass Heimat eigentlich in diesem Kontext auch ein Besitz ist. Ein Besitz, also etwas ist, was man Menschen geben kann und dann auch wieder wegnimmt. Also man kann ja sehr, also in dem Buch kommt das auch immer wieder vor, dass Leute ihre Staatsbürgerschaft verlieren, weil sie die Papiere nicht haben und oder solche Oberflächlichkeiten. Also Heimat ist dann auch so ein, ist eigentlich, ja, ist etwas sehr, sehr, sehr Flüchtiges. Das wollte ich natürlich auch zeigen. Was würdest du denn sagen, wir reden jetzt über deinen Roman und reden aber ganz wenig über seine Hauptfiguren. Ja. Die ja alle drei, könnte man sagen, sehr schillernd sind. Die schillerndste vielleicht, diese geheimnisvolle Eve Moon, nicht zuletzt schillernd und geheimnisvoll, weil sie pausenlos ihre Identität wechselt, weil sie zahlreiche Namen hat. Weil sie ganz schwer zuzuordnen ist und letztendlich ja auch die Frage offen bleibt, in Teilen offen bleibt, welche Rolle sie überhaupt spielt. Diese Hauptfiguren, die du dir ausgedacht hast, um dem Roman gewissermaßen einen Plot zu unterlegen, wie hast du dich denn an die angenähert? Wie hast du dir denn die, woher hast du die denn genommen? Also Junho, wie gesagt, war mein Onkel, der jetzt so zweifelhaft von Ehren gekommen ist. Wobei mein Onkel ist ganz anders, also es ist eigentlich mehr sein Aussehen. Und also stimmt es ja gar nicht in Wirklichkeit. Naja, was Junho schon macht und was mein Onkel sehr, sehr exzessiv macht, ist, mein Onkel hat mich immer belehrt die ganze Zeit. Also er hat mir eigentlich, als ich in Korea war, hat er mir ständig Vorträge gehalten über die historischen Ereignisse. Also er hat das macht er schon. Und das finde ich ist auch eine Parallele in dem Buch. Aber du musstest deine Figuren ja erstmal in diese Ménage à trois verwickeln. Genau. Johnny habe ich mir dann überlegt, weil, also ich habe mir zur Recherche sehr viele Filme angesehen, sehr viele koreanische Filme aus den 50ern und 60ern. Und in einem Film, ich weiß nicht mehr in welchem, aber in einem Film kam so ein Student vor, der genauso aussieht wie Johnny. Also er hatte auch so ein Beret auf und dann habe ich mir dann gleich rausgeklaut, natürlich. Und Eve, ja gut, also Eve, ich wollte eine Frauenfigur, die nicht eine typische Koreanerin der 50er Jahre ist. Also ich wollte eine sehr starke, eine sehr unabhängige Frau, die eigentlich eine Männerrolle übernimmt. Also für mich ist das Interessante auch an dieser Konstellation Junho und Eve, dass Junho eigentlich schwächer ist, dass er eigentlich also diesem klassischen ostasiatischen Männertypus nicht entspricht. Er ist eigentlich eine schwache Figur. Er weiß ja nicht genau, was er möchte zum Beispiel. Also einmal möchte er Kommunist sein, dann möchte er es wieder nicht sein. Und dann, also er möchte alles Mögliche, aber eigentlich möchte er nur eine Frau. Und sie möchte, sie möchte vielleicht, was möchte sie eigentlich? Ja, also sie möchte auf jeden Fall Macht und Stärke. Also und das finde ich auch sehr interessant, also dieses Verhältnis auch. Und deshalb habe ich die Geschichte auch aus der Perspektive des Mannes erzählt,
weil ich das interessanter fand, diese Frauen und ihre Stärke aus einer Distanz zu erzählen. Wie muss man sich denn die typische koreanische Frau in den 50er Jahren denn vorstellen? Gerade jetzt im Vergleich mit Eve. Also auf jeden Fall viel devoter, viel weniger. Also ich habe das auch in den Gesprächen jetzt im aktuellen Südkorea gemerkt. Also ich habe viel zu viele Fragen gestellt. Also das geht auf jeden Fall gar nicht. Sie ist ja sehr aktiv. Also sie fädelt auch viele Dinge ein. Also diese aktive Rolle ist sicherlich auch, aber das sind jetzt alles eigentlich Klischees. Also ich gebe jetzt sehr, sehr, sehr viele generelle Dinge. Also zum Beispiel meine Mutter würde ja dem Bild auch nicht so ganz entsprechen. Also sie war eigentlich auch das genaue Gegenteil von dem. Und deshalb ist sie vielleicht auch aus Südkorea weggegangen. Also so. Es gibt ja noch eine zweite wahnsinnig starke Frau in deinem Roman, nämlich Billie Holiday. Ah ja. Die gewissermaßen, die den ganzen Roman über begleitet, die ständig auftaucht. Ihre Musik ist ständig zu hören, ihre Stimme, Juno, lässt ununterbrochen Billie Holiday-Platten laufen. Wieso spielt die so eine wichtige Rolle? Das hat sicher mit meiner eigenen Vorliebe für Billie Holiday zu tun. Also, ich mag ihre Musik wahnsinnig gerne. Und ich, aber das kann es nicht allein sein. Nein, aber es ist auch ein wichtiger Grund. Ein anderer Grund ist sicher der, dass sie, also generell diese unabhängigen, also die Menschenrechtsbewegung in den USA hatte tatsächlich einen großen Einfluss auf die Freiheitsbewegung. Bestrebungen in Südkorea. Das ist jetzt natürlich, also von der Zeit her passt das nicht ganz, das ist mir schon klar, aber diese Freiheit habe ich mir jetzt genommen. Also generell war also Martin Luther King zum Beispiel oder später, also vorher auch Gandhi, das waren alles so Vorbilder in Südkorea, die sehr mit einem sehr großen Interesse auch aufgenommen wurden und tatsächlich auch große Einflüsse hatten. Und auch die, dann später eben diese, die Sachen, die auch Billie Holiday in ihren Liedern anprangert, also dass sie als Afroamerikanerin die Geschichte der Sklaverei zum Beispiel, dass sie als Afroamerikanerin nicht in bestimmte Lokale gehen durfte. Und dieses Schicksal hatte tatsächlich auch für die linken Intellektuellen in Südkorea eine große Bedeutung. Und es gibt eine Verbindung und auf die wollte ich auch quasi so ein bisschen hinweisen. Das Interessante ist ja, dass Juno die Texte von Billie Holiday erst versteht, als sie ihnen im Alter übersetzt werden. Genau. Mhm. Noch eine vielleicht letzte Frage, bevor du uns noch ein Stück daraus vorliest. Ich meine, dein Roman erzählt ja auch neben vielen anderen Dingen von erzwungener Flucht, vom Leben im Exil, vom Assimilationsdruck auf der einen Seite und gescheiterter Integration auf der anderen Seite, erzählt gewissermaßen von den Möglichkeitsbedingungen eines Lebens in der Diktatur und passagenweise denkt man, wenn man die Kulisse tauschen würde, also wenn man die koreanisch-japanische Kulisse zur Seite schieben würde und die Kulisse Europas, die Kulisse des Nahen Ostens in den Roman schieben könnte, dann würde es um die Themen gehen, die uns jetzt auch beschäftigen. Also ich würde sagen, es ist überhaupt nur in einem bestimmten Aspekt ein Roman über Korea und die koreanischen Verhältnisse auf der geteilten Halbinsel. Hattest du also diese aktuelle politische Situation, hat die für dich beim Schreiben bewusst, meine ich jetzt, hat die bewusst irgendeine Rolle gespielt? Hattest du die im Blick? Hattest du beim Schreiben selbst das Gefühl, du schreibst natürlich über Korea, aber du schreibst eigentlich auch über das, was gewissermaßen ständig sich wiederholt? Mhm. Ja, sicherlich. Also dazu muss ich sagen, ich lese sehr viele Nachrichten. Also ich lese eigentlich ständig Nachrichten. Also ich bin so ein Nachrichten-Junkie ein wenig. Und also das definitiv. Also zum Beispiel diese Diskussion über Heimat. Und diese Diskussion über Nationalismus und extremen Nationalismus, Populismus, das ist natürlich auch ein Thema eigentlich, Propaganda, das ist alles, das spielt eine sehr, sehr große Rolle, hat damals eine sehr große Rolle gespielt und ich glaube, dass das jetzt wieder eine sehr, sehr große Rolle spielt.
dann natürlich habe ich den Roman auch deshalb, also habe ich das Thema auch deshalb sehr interessiert, weil ich der Ansicht bin, dass diese Vorgänge damals nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die eben heutzutage immer noch oder so richtig ihre Folgen eigentlich zeigen. Also ich glaube nicht, dass ein Trump zum Beispiel als Präsident der USA, dass das so ein Zufall ist, das glaube ich nicht. Obwohl ich auch überrascht war, ich gebe es zu. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das ein Zufall ist. Also ich glaube, dass sehr, sehr vieles von dem, was heutzutage passiert, auch damals bereits eingepflanzt wurde. Also es hat jetzt ausgetrieben und wir bekommen die Folgen so richtig mit. Und das hat natürlich einen Einfluss auf das Buch gehabt zum Schreiben. Ja klar, ich habe sehr, sehr viel daran gedacht. Also auch gerade bei den Stellen, wo ich über Assimilation schreibe, da hatte ich natürlich nicht nur die japanischen Koreaner im Kopf, sondern auch sehr, sehr oft die Menschen mit Migrationshintergrund, zu denen ich natürlich auch zähle. Und vielleicht sehe ich das deshalb auch sehr kritisch, das ist natürlich möglich. Gut, dann bitte sei so gut und lese uns noch mal eine Passage vor. Ich lese jetzt aus dem 11. Kapitel und zwar ist hier das Trio Juno, Johnny und Yves sind jetzt nach Japan geflohen, weil sie in Südkorea auf der falschen Seite gekämpft haben. Ganz knapp zusammengefasst. Während wir das Frachtgut ohne Zwischenfälle in Shimonoseki an Land geschmuggelt wurden, die Käuflichkeit des Grenzbeamten stand nicht im Widerspruch zu seiner grenzenlosen Vaterlandsliebe, kämpfte John F. Kennedy in Massachusetts und Pennsylvania um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten. Ein halbes Jahr später sollte er die Wahl gegen einen guten Bekannten des südkoreanischen Regimes, Richard Nixon, gewinnen. Der Machtwechsel im Weißen Haus in Washington bedingte den Machtwechsel im Blauen Haus in Seoul. Wir nahmen den Zug und fuhren, wie uns schien, eine Ewigkeit nach Osaka. Johnny und ich hatten uns zunächst geweigert. Wir wollten in der Nähe der Küste bleiben, doch Eve hatte auf einer Weiterreise bestanden. Sie hatte erklärt, im Osten gäbe es eine koreanische Stadt. Sie hatte nicht gewusst, dass Ikaino lediglich ein Viertel in Osaka ist, ein paar Straßen nicht mehr. Der Lärm der Großstadt zerbiss unsere Ohren. Ihr Staub klebte an unserer Haut. In der Ferne sahen wir Kirschblüten und folgten allem, was sich bewegte. Einem Bus, einem Taxi, einem Fußgänger. Hauptsache, wir blieben nicht stehen. Nur ja, nicht stehen bleiben. Wir würden auf der Stelle zusammenbrechen, verdursten und verhungern. Blieben wir stehen. Endlich kamen wir an. Ich erinnere mich, wie glücklich ich war, mich nicht mehr bewegen, nicht mehr fliehen zu müssen. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Meine Beine fühlten sich an wie Stiele, meine Füße wie Stümpfe. Sie traten nicht auf, sie stelzten, stöckelten ins erste offene Haus. Das Tor war nicht für uns aufgesperrt worden, sondern für eine kleine Frau mit dunkler Haut und grauen Augen. Von ihrem Pagenkopf stand kein Haar ab und ihr Körper war in eine koreanische Tracht gehüllt. In einen langen weißen Rock sowie in ein weißes Bolero-Jäckchen. Die Kleidung war es, die uns angelockt hatte. Wir sprachen sie auf Japanisch an, sie antwortete uns auf Koreanisch. Ayumi Nobukawa war ein stilles, freundliches Geschöpf. Zu freundlich, um menschlich zu sein. Ein freundlicher Geist, dachte ich, während ich beobachtete, wie sie auf der Suche nach Tetsuya Yamamoto durch das Haus schwebte und uns dabei zuwisperte, sie sei Lehrerin an der koreanischen Schule und unterrichte die jüngere Tochter des Hauses, Aiko. Erst später erfuhr ich, dass sie von der roten Insel Jeju stammte. Während der angeblich von Kommunisten angezettelten Unruhe 1948, als der koreanische Gouverneur, ein fanatischer Rechter namens Yu, gemeinsam mit der amerikanischen Militärregierung eine Demonstration gegen die separat im Süden geplanten Wahlen gewaltsam niederschlagen ließ, mit der damals jeder Vernunft widersprechenden Begründung, er müsse einen kommunistischen Aufstand abwehren, floh sie mit ihrer Mutter nach Japan. Ihr Vater hatte sich bereits Tage zuvor mit dem gesamten Vermögen der Familie abgesetzt. In den kalten Monaten versuchten Mutter und Tochter, den Abtrünnigen ausfindig zu machen. Sogar einen Privatdetektiv heuerten sie an, allerdings ohne Erfolg. Den Frühling und Sommer verbrachten sie auf der Insel Tsushima, wo Frau Nobukawa als Ama arbeitete, als Perlentaucherin. Von einem Tauchgang kehrte sie nicht mehr zurück. Und von diesem Tag an wanderte Ayumi von einer koreanischen Familie zur nächsten, die gesamte Südküste Japans entlang, bis sie schließlich in Osaka landete.
Hier durfte sie bleiben. Es war Sommer, die Monsunzeit war vorüber. Von einer Stunde auf die andere hat es aufgehört zu regnen. Die Sonne war hervorgekommen und wollte nie wieder untergehen. Der Wind versteckte sich in den Baumwipfeln, die Blätter regten sich kaum und wenn, dann heimlich. Ayumi kletterte ein paar Äste höher, um den Horizont besser zu sehen. Seit dem Tod der Mutter hatte sie sich angewöhnt, ihn zu betrachten, mit einer wissenschaftlichen Neugier, aber auch mit einer gewissen Sehnsucht, mit Heimweh. Er erschien ihr wie ein Ziel, ein Ort, an dem sie sein wollte, wenn sie erwachsen war. Sie wusste nicht, was sie sein wollte, wenn sie groß war, dafür wo. Sie wollte dort sein, am Horizont, bei der Linie, die keine ist, sondern ein Übergang, die Grenze, an dem der Himmel auf die Erde fällt. Eve nahm Ayumi anders wahr als ich. Ihr erschien sie unnachgiebig, hart, unter der sanften Fassade. Glaube bloß nicht deinen Ohren, warnte sie mich, traue nur deinen Augen. Johnny stimmte zu, er meinte, sie sei ihm zu hager, selbst ihre Stimme sei mager, ebenso ihr Lächeln ausgezehrt. Ayumi teilte uns das mittlere Zimmer im ersten Stock zu, die anderen seien bereits vermietet, zudem für eine Familie nicht groß genug. Für eine Familie. Johnny, Eve und ich hatten uns als Geschwister ausgegeben. Es war schwierig gewesen, die Miete für ein Zimmer zusammenzukratzen, also posierten wir als unverheiratete Brüder, die mit der älteren, verwitweten Schwester die Heimat wegen der Repressalien des Sung Man Yi verlassen hatten müssen. Wir hatten uns darauf vorbereitet, die Schreckensherrschaft auszuschmücken, unsere Gründe für die Flucht im Detail zu erläutern. Von manipulierten Wahlen wollten wir berichten, vom allgegenwärtigen Hunger, von der Massenarbeitslosigkeit, von Kindern, die in Zeitungspapier gehüllt waren anstatt in Kleidung, von Gangsterbanden, die die Märkte, Straßen und Banken kontrollierten. Wir waren für stundenlange Auseinandersetzungen gewappnet, erwarteten Vorwürfe, verbale Attacken. Wir waren überzeugt, uns rechtfertigen zu müssen und hofften auf Milde, Güte sowie hilfreiche Zufälle. Sie können sich vielleicht unsere Überraschung vorstellen, als wir im Eingangsbereich des Hauses, direkt neben der Treppe, eine riesengroße, blau-rot-blaue Fahne mit dem roten Stern entdeckten. Die Flagge Nordkoreas. Johnny vergaß vor Schreck, seinen Mund zu schließen, Eve zu blinzeln. Sie hatte gehört, dass die koreanische Minderheit auf der Seite Nordkoreas stehe. Viele der kommunistischen Agenten, die in Südkorea gefangen wurden, kamen aus Japan. Allerdings hatte sie gedacht, dass die Berichte übertrieben wären. Sie hatte sich geirrt. In Ikaino hatte der Norden den Bürgerkrieg gewonnen. Die Fahne war eindeutig und lehrte sie das Fürchten. Im Gegensatz zu meinen Geschwistern fühlte ich mich, als hätte ich blühende Knospen auf einem toten Baum erspäht. Ich war froh, der nordkoreanischen und nicht der südkoreanischen Flagge gegenüberzustehen. Davon abgesehen, dass ich mich wegen Yunsu und Sanguk, den Kommunisten, näher fühlte als den Faschisten, stellte sie klar, dass der südkoreanische Despot in diesem Haus keine Sympathisanten hatte. Ich hatte recht. Tetsuya Yamamoto, ohnehin ein hilfsbereiter Mann, wurde noch hilfsbereiter, als er meine etwas geschönte Geschichte hörte. In seinen Augen waren wir unschuldig Verfolgte und seine Liebe für seine, unsere Heimat, gebot ihm, uns zu helfen. Was wir auch verbrochen hatten, es konnte nicht so schlimm sein wie das, was sich die Republik Korea hatte zu Schulden kommen lassen, als sie den Norden gemeinsam mit den USA in ein Flammenmeer verwandelt hatte. Seiner Ansicht nach waren wir Koreaner aus dem Süden im Vergleich zu ihnen, den japanischen Koreanern, zwar Barbaren, aber in erster Linie Überläufer. Wir gehörten gerettet, weil wir uns unserer Rückständigkeit bewusst und in die Moderne geflohen waren, in die Zivilisation. Zugleich waren wir nützlich, denn wir besaßen etwas, das er und seine Leute verloren hatten. Wir waren koreanischer als sie. Unsere Aufgabe war es, die Fahnen, die sie in ihren Häusern aufgehängt hatten, zu legitimieren. Dafür brauchten sie unsere akzentfreie Aussprache und die Leichtigkeit, mit der wir uns im Koreanischen bewegten, in einer Sprache, für die sie jegliches Gefühl verloren oder es nie besessen hatten. War das der Grund, weshalb uns überall Sympathie und Wohlwollen begegneten? Damals habe ich mich oft gefragt, ob der Mensch ausschließlich die Dinge liebt, die für ihn von Nutzen sind, auch seine Mitmenschen. Ich hörte auf, meine Eltern zu lieben, sobald ich meinen Lebensunterhalt selbst verdiente. Was ich heute für sie empfinde, die seit mehr als einem halben Jahrhundert tot sind, verdient höchstens die Bezeichnung Nostalgie. Da es Eve und Johnny die Sprache verschlagen hatte, ergriff ich, der Jüngste, das Wort. Ich erklärte also, wir hätten uns im Untergrund gegen Yi engagiert. Was haben sie getan? Flugblätter geschrieben und gedruckt.
wären von seinem Geheimdienst ausspioniert worden und hätten daraufhin aus Seoul fliehen müssen. Wir hätten die Unruhen im Süden genutzt, um heimlich nach Japan zu entkommen, versteckt in einem Frachtraum. Wie viele waren sie insgesamt? Wir waren zu acht. Wie viele Tage waren sie unterwegs? Das wissen wir nicht. Wir haben aufgehört mitzuzählen. Tagsüber waren wir in der Dunkelheit der Kabine eingeschlossen und nachts, wenn wir ins Freie durften, befanden wir uns in einem finsteren Raum der anderen Art. Er war zwar um ein Vielfaches größer, doch auch hier konnten wir nur beobachten, wie groß die Unendlichkeit ist. Einzig durch Zufall seien wir in Ikaino gelandet, in diesem Haus, wegen eines bauschigen weißen Rocks. Tetsuya lachte donnernd. Sein Lachen erschreckte mich im ersten Moment, aber mit den Tagen begriff ich, dass in seiner Lunge ständig der Wind sang. Danke.